Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Heute möchte ich mit euch über den Vollmond morgen reden, am 26.05. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Ich weiß, es ist sehr früh, beziehungsweise er ist ja schon morgen, der 26.05. Heute ist der 25.05. Aber der 26.05. ist für mich diesen Monat sehr besonders, denn der Vollmond ist da. Vollmond sehr nah. Es ist der wirklich erdnaheste Mond, den wir haben dieses Jahr. Die Numerologiezahl ist die 9 für heute, Entschuldigung, für morgen. Und ihr wisst ganz genau, was gut für euch ist und was nicht gut für euch ist. Die 9 ist so ein ruhiger Mensch, ein in sich gezogener Mensch, eine Energie, wo man über sich selber nachdenken sollte und aber auch ganz genau weiß, was gut für einen ist und was nicht gut für einen ist. In Verbindung mit diesem extrem starken Vollmond ist man sehr sensibel, um es mal vorsichtig auszudrücken. Man ist empfindlich. Jeder, der mit Vollmond so ein bisschen zu tun hat oder ein bisschen Probleme hat, Schlafstörungen, nicht schlafen können, Hunger, nicht Hunger, Durst, nicht Durst. Das sind so, ich sag nicht zickig, denn zickig ist für mich ein negatives Wort. Ich sag immer emotional flexibel. Emotional flexibel passt das nämlich ganz genau, denn der Mond macht uns sensibel. Und er macht uns auch emotional. Das heißt, ein Romantikfilm wird sofort mit Heulen belohnt. Aber auch wir selber tun uns sehr leid momentan. Schön ist es, wenn man sich darauf einstellt. Und deswegen habe ich dieses Video auch heute gepostet und nicht morgen. Denn stellt euch doch drauf ein. Holt euch eine schöne Flasche Wein oder einen schönen Tee. Macht euch was Leckeres zum Essen und räuchert. Also ich werde auf alle Fälle heute noch räuchern. Ich nehme dafür Myrrhe her und ich nehme so ein bisschen warmen Jasmin, Rose. Also mein Räuchertopf wird dann schön qualmen. Einfach um meine Eigenliebe rauszuziehen, um mein inneres Gleichgewicht rauszuholen. Damit ich einfach auch gut schlafen kann, damit ich in mir selber zufrieden und ruhig bin. Denn der Mond, der Vollmond, zeigt uns sehr viel dieses, was uns nicht passt, was für uns nicht ganz optimal läuft. Und wenn man dann weiß, okay, ich habe heute so einen Tag wie diesen nahen Vollmond in Verbindung mit der 9, dann kann man doch dafür was tun. Ich will nicht sagen, dagegen was tun, weil dagegen ist negativ, genauso wie nein oder zickig. Das sind negative Behaftungen. Dreht es euch, wie es für euch passt, und genießt diesen Vollmond. Schaut ihn euch an, die Farben sind toll und das Häschen sieht man sowieso. Es ist einfach was Schönes. Es ist ein Naturschauspiel und der Mond ist für uns einfach sehr an Ebbe und Flut schon allein angelehnt. Unsere Erde reagiert drauf. Natürlich reagieren wir drauf. Und wenn man mal ein bisschen überreagiert, denkt euch bitte im Hinterkopf, das war der Vollmond. Das war nicht ich. Das war einfach, kam so aus mir raus. Entschuldigt euch selber auch, wenn was ist. Ihr müsst nicht alles analysieren. Ihr könnt es auch gerne mal auf diesen Vollmond schieben. Ich würde mich über Likes und Abonnieren freuen. Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.